Da blicken wohl nur die Frauen hin auf Bilder von gut gebauten Männern, die durch das Jahr 2008 begleiten sollen. Man in the Alps ist ein Männererotikkalender, der zum dritten Mal gedruckt wird und sportliche Typen in heimatlichem Ambiente zeigt. Der Kalender ist ein Wohltätigkeitsprojekt und gestern wurde die aktuelle Ausgabe vorgestellt. Gleichzeitig wurden auch schon die ersten Fotos für das Jahr 2009 geknipst. Ein Jahr, das die Männer dann in ihrer Arbeitswelt zeigen werden. Heiß, heißer am heißesten. Ein Fotoshooting, bei dem männliche Erotik das Feuer im Ofen zum Glühen bringt. Das Shooting für den Man in die Alps-Kalender 2009. Der Initiator und Hobbyfotograf Peter Viehweider weiß, wie er einen wohlgeformten Männerkörper aus den Alpen optimal ins Bild setzt. Es kommt darauf an, dass die Stimmung rüberkommt. Das Model muss natürlich gut rüberkommen. Das ganze Ambiente. Und damit die Models auch wirklich von ihrer besten Seite abgelichtet werden, gibt es zusätzlich genaue Regieanweisungen vom Fachmann. Es gibt Begabtere und Unbegabtere, obwohl keine schlechter ist als der andere. Also die anderen brauchen halt mehr Anweisung, die anderen weniger, aber das ist kein Problem. Also die Leute werden eigentlich relativ schnell locker dann am Set. Wenn man das alles ein bisschen locker nimmt, dann werden auch die Models locker. Bei so viel Blitzlicht kommt sogar ein geübter Bäcker trotz kalter Temperaturen beim Brotbacken ins Schwitzen. Es ist schon ein bisschen schwierig, weil man muss auch mit der Kamera schauen und bei so vielen Leuten, wenn jeder redet, schaust du jeden anderen an, als was in der Kamera. Und es ist schon ganz aufregend, etwas Neues zu machen. Während Daniel noch vor der Linse sein Bestes gibt, darf sich Manfred schon voller Stolz Mr. November 2008 nennen. Ich habe eigentlich ein anderes Foto erwartet, aber weil wir eigentlich mehr gemacht haben und es ist prägend gewesen, eine tolle Erfahrung gewesen. Das alles noch dazu für einen guten Zweck. Der Erlös aus dem Verkauf von Man in die Alps kommt diesmal der Südtiroler Aidshilfe und den Schmetterlingskindern zugute. Und männliche Erotik made in Südtirol scheint anzukommen. Im vorigen Jahr hat der Kalender 12.000 Euro eingebracht. Das Geld geht in die Forschung, weil es gibt zurzeit keine Heilung für diese Hauterkrankung. Es gibt zurzeit in Salzburg ein EB-Haus, wo auch Forschung für die Schmetterlingskinder gemacht wird. Und wir werden einen Teil von dem Geld draußen schicken. Man in die Alps, 12 prickelnde Südtiroler Männerfotos, werden für 12 heiße Monate im Jahr 2008 sorgen. Und 2009 wird dem, wie es aussieht, in nichts nachstehen.